Hallo, wir sind die Sportexperten Alina, Ben-Ole, Nick und ich bin Leslie. Wir sind hier beim Training des HSV und freuen uns gleich, den neuen Trainer Thorsten Fink zu interviewen. Hallo Herr Fink, wir sind Alina, Leslie, Ben-Ole und ich bin Nick von der Gülay-Trebitsch-Schule in Tonndorf und wir wollen Ihnen heute zum Interview ein paar Fragen stellen und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Merken Sie, wenn ein Spieler beim Training keine Lust hat, was machen Sie dann? Ja, ich frage ihn, warum er denn lustlos auf dem Platz rumläuft. Ist ja klar, dass jeder sich jedes Mal verbessern will und das geht nur, wenn ich mit Vollgas im Training bin, wenn ich Freude habe. Aber es gibt sicherlich auch Probleme, meint der ein oder andere Spieler hat mal mit seiner Familie Probleme. Man muss alles bedenken als Trainer, jede Kleinigkeit, ja, jeder ist mal schlecht drauf. Man muss auf jeden Einzelnen wirklich eingehen. Aber ich sehe sofort, wenn einer keine Lust hat. In einigen internationalen Mannschaften gibt es schon 10-Jährige, die dort als Fußballspieler unter Vertrag stehen. Wir sind ja auch in dem Alter. Wie kann man überhaupt erkennen, dass ein 10-Jähriger schon Profi werden kann? Ja, er muss einfach herausstechen gegenüber anderen. Und es ist sicherlich viel zu früh, da zu sagen, dass er Fußballprofi werden kann, weil später kommen ja immer erst die Probleme mit dem Wachstum. Wie ist das Wachstumsverhalten? Der eine wird ja einfach zu schwer oder hat einfach andere Interessen auf einmal. Aber man kann schon erkennen, ob jemand einfach Talent hat, um es dann eventuell zu schaffen. Und heute wollen die Vereine schon so weit gehen, dass sie keinen mehr durchrutschen lassen, dass man der Erste sein will, wenn dann wirklich einer Top-Leistung zeigt, schon mit 10 Jahren. Waren Sie gut in der Schule? Hatten Sie auch Lieblingsfächer? Ja, ich bin, glaube ich, der typische Fußballer. Also ich habe immer nur, meine Lieblingsfächer waren einfach immer nur Sport und auch Englisch habe ich ganz gerne gemocht, aber gut war ich eigentlich nie in der Schule, das muss man einfach auch ehrlicherweise zugeben. Welchen Beruf hätten Sie, wenn Sie kein Trainer geworden wären? Ich kann es eigentlich genau gar nicht sagen. Sicherlich wollte ich immer Pilot werden, eigentlich die üblichen Dinge rumfliegen. Das wäre eigentlich mein, weil ich gerne andere Länder mag. Aber mein Vater war halt sehr dahinter, dass ich eine Lehre mache. Und die habe ich einfach als Bürokaufmann gemacht. Er hat immer gesagt, dann kannst du dich irgendwann auch mal, dann kannst du umschulen und so weiter. Und deshalb habe ich die Lehre damals gemacht. Und ich wollte fragen, hilft denn die Familie bei dem Umzug mit? Ja, die muss es machen. Das ist doch nicht. Ich muss mich hier konzentrieren. Nein, ich weiß, ja. Sie sind sehr häufig in den Medien. Was für ein Gefühl haben Sie, wenn Sie sich selbst im Fernsehen sehen? Ich finde mich persönlich im Fernsehen einfach schlecht. Ich kann das so sagen, also ich finde nicht, dass ich dort hervorragend rüberkomme. Andere sagen, du machst es gut, okay, aber ich persönlich, wenn ich mich sehe, ich höre mich ungern selber reden und schaue mich auch ungern an. Irgendwie finde ich immer was mir nicht passt. Also das ist nicht so das Tolle, aber es gehört ja zum Job. Gucken Sie dann viel Fernsehen, wenn Ihnen langweilig ist? Ja, ich gucke abends immer Fernsehen. Bevor ich ins Bett gehe, irgendwie brauche ich das nochmal zum Abschalten, irgendwas schauen, was ist passiert in der Welt, aber auch mal einen schönen Film, das ist auch klar. Ich gucke zwischendurch gerne Serien, aber ich sitze nicht oft vor dem Fernseher. Nur abends dann einfach nur mal zum Relaxen, zum Chillen eigentlich und auch mich zu informieren, was in der Welt so abgeht. Wenn Sie zu Hause eine PlayStation hätten, finden Sie es gut, wenn Ihre Kinder damit viel spielen würden? Ja, nur von der Spielkonsole zu sitzen, ist nicht das Optimale, obwohl es dort ja auch Spiele gibt, wo man auch sehr viel lernen kann, wo man sich weiterbilden kann. Also man kann das schon ganz gut dann einsetzen, aber ich denke mal, dass die Jungs raus sollten, an die frische Luft raus sollten, dort lieber spielen, gerade mit 5, 6 Jahren, das ist das Alter meiner Jungs. Glaube ich, ist wichtig, dass man einfach viel rausgeht, vieles erlebt und nicht nur zu Hause in der Wohnung sitzt. Gut, dann gebe ich jetzt weiter an Alina. Wie war es für Sie, als Sie vor einigen Wochen das erste Mal die HSV-Mannschaft trainiert haben? Ja, ich war natürlich auch nervös. Ist ja klar, wenn man so eine neue Mannschaft kennenlernt, ist man immer ein bisschen nervös. Das ist ja auch was anderes, wenn man dann vor vielen Leuten redet oder nur vor jemandem Einzelnen. Und wie sind die Charaktere in dieser Mannschaft? Passt das überhaupt? Sportlich war ich von der Mannschaft überzeugt, da habe ich mich ja vorher erkundigt.
haben gelesen, dass Sie sich sehr für Mode interessieren und auch mit Ihrer Frau mal shoppen gehen. Können Sie denn auch singen oder tanzen? Ich kann auch tanzen. Singen, ich singe gerne, aber ich singe nicht gut. Also meine Frau sagt immer, ich soll es denen überlassen, die es gut können. Aber ich singe gerne. So ist es nicht. Tanzen kann ich, denke ich, sehr gut für mein Alter. Also ich bin auch in einer Zeit aufgewachsen. Als ich 15 war, gab es dann das erste Mal dieses Breakdance und Rap. Und das konnte ich damals auch. Aber das geht ja nie ganz weg. Also das kann ich schon noch. Wenn Sie durch Hamburgs Straßen gehen, erkennt man Sie dann? Also Hamburg ist eine tolle Stadt und auch sehr Fußball interessiert, das merkt man immer wieder. Von daher, deswegen Leute kennen mich dann schon, wenn man in Hamburg Trainer ist beim HSV, dann ist man in der Stadt schon bekannt. Haben die Spieler Vorschriften, was sie essen dürfen, so etwas wie einen Ernährungsplan? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten noch eine Ernährungswissenschaftlerin bei uns beim Training, die ihnen gesagt hat, was man machen kann, was man machen sollte. Wir haben ja auch eine Köchin hier, die sportlergerecht kocht nach jedem Training. Die Jungs können nach jedem Training dort essen. Also sie bekommen das, was sie essen sollten. Vor dem Training Frühstück, also ist für jeden gesorgt. Wenn jemand noch mehr will, dann kann er jederzeit uns fragen. Wie gesagt, wir haben professionelle Leute. Ja, das ist eigentlich ja auch für mich gut, weil ich muss ja als Trainer mal aufpassen, dass ich nicht so zunehme, weil ich nicht mehr so viel Sport mache wie die Spieler. Und ja, und deswegen esse ich während der Training oder zwischen den Trainingseinheiten immer dann hier direkt bei unserer Köchin von der Mannschaft. Jetzt kommen wir zum Sportexperten Quicks. Den schnellen Quiz. Du hast eine Minute Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten, die wir in der Schule gelernt haben. Mal sehen, was du noch weißt. Wie viele Schritte darf man beim Handball laufen, wenn man den Ball in der Hand hält? 3. Richtig. Was ist die Hammerburg? Die Hammerburg? Weiter. Der Ursprung Hamburgs. Wann wurde die Hammerburg errichtet? A. 830 oder 1230? Kann ich ja nur raten, 1230. Falsch, 830. Wie viele Takte hat eine ganze Note? 7. Falsch, 4. Wie heißt der größte Vulkan der USA? Weiter. Yellowstone. Wann wurde das Grab von Tutanchamun entdeckt? A, 1822 oder 1922? Sage ich auch 1922. Richtig. Ist die Sonne eine primäre oder eine sekundäre Lichtquelle? Eine primäre. Richtig. Was bedeutet Singular? Einzahl. Richtig. Ich komme nun zu Klicks. Verrate uns bitte deine 3 Lieblings-Internetseiten und was du daran magst. Ja, das hat eigentlich was zu tun mit Fußball einfach. Transfermarkt.de mag ich. Ich mag footballtaktiko.com. Das ist so eine Seite, wo man sich verschiedene Trainings angucken kann. Das muss man abonnieren. Und dort kann man dann Training sehen von Barcelona, so ein paar Übungen. Ja, ansonsten die dritte, ja, ich gucke halt immer Bild, ne? Bild-Zeitung, schaue ich immer nach, habe ich eine Bild-App, da schaue ich immer rein, ansonsten schaue ich meine Mails durch. Jetzt kommt das Sportexperten-Duell. Du gegen Nick. Ihr guckt euch direkt in die Augen. Wer als erstes lachen oder grinsen muss, hat verloren. Grimassen schneiden ist erlaubt. Kommen wir jetzt zu den Sportexperten Nix. Welche Sportart kannst du überhaupt nicht? Ja, vielleicht Surfen kann ich nicht. Und was können Sie ja nicht so gut? Also Surfen kennen Sie ja jetzt vielleicht gar nicht. Rhythmische Sport, aber da möchte ich jetzt auch keine Stunde bekommen in rhythmische Sportgymnastik. Dann danke fürs Interview und vielleicht sehen wir uns wieder.
Ja, gerne. Okay, dann macht's gut, gell? Uns hat es viel Spaß gemacht, Sportexperten zu sein, weil wir die Chance hatten, die Fußballstars live mitzuerleben. Und Thorsten Fink war sehr nett und aufgeschlossen. Tschüss, das waren die Sportexperten.